So, hallo an alle, zur nächsten Folge vom Megaprojekt. Wir haben was Spezielles vor. Und zwar, erstens, schmeißen wir ein paar Enderpearls rein. Zweitens, gehen wir jetzt Cactus Green sammeln. Und zwar, indem wir ganz schnell flitzen. So, Brot tun wir noch ein bisschen raus. Und jetzt heißt es Kakteen hauen. Boah, Gewitter das hier. Einmal hier raus vorne, unten dann die Wüste. Ich wollte eigentlich die Traveler's Boots machen, aber das dauert jetzt gerade ein bisschen zu lange, weil ich habe nämlich kein Leder da. Ich weiß nicht, ob man Leder sich irgendwie schmelzen kann. Du hast ja, dass man normales Leder in den Ofen reintun kann, im Normalfall. So. Schauen wir mal. So, Kakteen, haben wir noch irgendwo welche? Ja. Also ich finde die Hose so geil, besonders hier in dem Bezug dann. Ich kann nämlich jetzt hier so übelst geil rumschwimmen. Aber ich finde, nee, warte mal. Alter, es geht noch schneller. Ha, ich weiß nicht, wie schnell geht. Traveler's Boots geht noch viel, viel schneller. Ja, schön. Idiot. Skelett. Ein Idiotenskelett. Ein bisschen Kaktus. Da noch ein bisschen mehr Kaktus hier hinten. Ganz viel Kaktus. Ich brauche sehr viel übrigens davon, ne? Also nicht nur so ein kleines bisschen jetzt. Ich brauche gerade echt ohne Scheiß stackweise. Teilweise fast, denke ich mal. Nein, was heißt stackweise? So, wen nochmal? Muss ich eigentlich mal hier Mining Drill nehmen? Geht das auch? Kriegt man da... Ups. Nein, mehr kriegt man nicht raus. Wäre auch zu schön. Oder das geht. Ne, warte mal, 18? Ah ne, gut, ich kann nicht rechnen. Das ist alles. 21, okay, passt. Ja, Cactus Green halt. Weil wir müssen nämlich jetzt wasserdichte Dings machen. Wasserdichte Rohre und dafür brauchen wir vom Cactus Green. Erstmal die Essenz daraus, den Farbstoff und, keine Ahnung, das wird wohl irgendwie, keine Ahnung, das Glas dann verklebt wird oder so eine Art. Schwer zu erklären. Jedenfalls so groß oder so lang wie die Transportrohre werden müssen, so viel Cactus Green brauchen wir gerade. Mal ein bisschen durchgehen. Einsammeln von dem Zeug. So, da nochmal. Einfach alles, was Kakteen ist und Grünes mitnehmen. Scheißegal, ob du Schaden kriegst. Ich bin einfach zu nah rangerannt gerade. Aber zu faul zurückgehen. Zurückzugehen. Weil eventuell dann der Abbau vorhin wieder abgebrochen wurde, aber naja. So. Da noch ein bisschen Kaktus-Green. Müssen noch ein paar Screenshots gerade machen. So, ne? Müssen nicht vergessen, ne? Wollen wir nicht vergessen. Zack, für die letzten Folgen dann auch wahrscheinlich unten noch mal ein bisschen was. Da fände ich extra so eigentlich drauf, um das abzufarmen. Ich kann keinen Kopper liegen lassen. Irgendwie. Ist unmöglich. Allein schon, weil es jetzt wieder so gebraucht wird. Siehst du ja die ganze Zeit, das waren hier gerade 5 Kopper. Das sind schon wieder 10 Ingots. So. Ich glaube, ein bisschen mehr noch. Kleines bisschen mehr, dann geht's weiter. So, hatten wir da schon mal welche. Und zwar, wir können einfach aus dem Magma Crucible das Ganze mit, mit Rohren zu dem Liquid Transposer führen und dann können wir die Flüssigkeit halt dann nah benutzen. Ich hoffe mal, die wird oben rausgespuckt. Dann kriegen wir das in die Tesseracte rein. So, dann gehen wir gleich wieder zurück. Dank der Hose geht es relativ schnell. Aber nicht so schnell, wie ich es mit dem Schuh noch hinkriegen würde. Problem ist halt, die fangen nicht komplett Fallschaden ab. So, einmal da rein und zack und schwimmen. Ja, relativ zügig. Mir geht es noch nicht ganz zügig genug. Ich habe nämlich in der Testwelt anders ein bisschen klein wenig probiert. Da schwimmst du hier noch schneller rum, wie so ein richtiges Motorboot. Richtig krank dann. Naja, da kann man ja auch automatisch schön die Blöcke hochlaufen dann. Seufzt. So, nochmal. Und zack. Oh, ich springe immer zu früh, weil ich ein schnellere Ding gewohnt bin. Ja, schön Zombie. Schön für dich. Schön für dich. Ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich. Genau, schießt dich gegenseitig ab, Skelett. Oder schießt euch gegenseitig ab. Gucken wir es an, nur ich. Dann kann. Warte mal kurz, ich geh mal kurz pennen. Damit der Tag schnell wieder rum ist. Wo? Genau, Kessel brennt. Dann hier nochmal ein Screenshot oder am besten. Pass auf, unten drunter dann.
Da, das sind noch mal Screenshots hier. Also. Gut, das reicht. Dann, ja, ich brauche Waterproof Pipes. Und Klartext brauche ich jetzt auch nochmal schnell wieder Minimumstein. Und zwar hier war Charcoal wieder. Minimumstein. Das und das und das und das und das. Cactus Cream. Kann man das hier direkt umwandeln? Genau, Pipe Waterproof. So, dann ich brauche... Komm, ich mach's aus Gold. Ein paar goldene Pipes. Und zwar... 24 reicht fürs Erste. Komm. Und dazu dann... das Zeug hier rein. Golden Waterproof Pipe. Kann ich nämlich hier... Ich hoffe, das geht. Geht das nicht? Ist hier kein Anschluss? Ah, okay, jetzt geht's. Genau, jetzt kann ich nämlich hier... Wenn ich jetzt auch hier oben den Anschluss aktiviere... Genau. Dann füllt das Ding hier auf. Hoffe ich mal. Oder... Ich weiß nicht, was muss ich hier eingeschaltet lassen? So ist gelb. So ist Dings. Der sammelt's nicht auf. Jetzt gar kein Dings drin, jetzt ist blau. Na nö, das habe ich ausgeschaltet. Hä? Was ist da los? Ah ja, jetzt habe ich gerade irgendwie doch hingekriegt, dass es funktioniert. Warum auch immer. Ja, wo habe ich denn noch die anderen Tesseract-Frames hin? Habe ich die nicht mit reingetan? Ups. Waren das hier nicht vier? Wo sind denn die anderen Frames hin? Das ist die Frage. Wo sind die anderen Frames hin? Ach, oh, scheiße, Mann. Das war ein Fehler. Hier darf natürlich nur Holzkohle rein. Das wäre fast verkackt geworden hier. Ach du Kacke. Ich wundere mich, wo ich die reingehe. Ich habe gedacht, ich hätte die reingetan, sorry. Natürlich brauchen wir ein klein wenig Energie. Damit der nächste Tesseract noch gefüllt wird. Und hier muss noch die letzte Enderperle durch. Ich brauche nochmal 8 weitere Enderperlen jetzt. Und zwar... hiermit. Voll teuer. So, 8 weitere Enderperlen. Und die werden dann auch noch hier mit reingeschmissen. Dementsprechend logischerweise. Die Steam Engine, die speichert sogar noch... Kann nicht ganz alles raushauen irgendwie. Oder doch? Es müsste eigentlich schon wieder eine weitere noch dranhängen. Naja. Okay, das Liquid Transposer, das funktioniert jedenfalls. Wenn die Energie voll ist, dann sollte hier drüben genug Zeug drin sein. Ich glaube, der muss erst nochmal heiß werden, hier ein bisschen Gas geben mit Energieproduktion. Ja, jetzt geht wieder die nächste Enderperle, wird verheizt. Und eigentlich hat das nicht gereicht? Nee, Quatsch. So, das war die 9. Pass auf, die geht jetzt hier rein. Plupp, und jetzt fließt gleich das Zeug hier oben drüber. Hier rein. Und hier wird das jetzt gemessen, dass es genug ist. Hoffe ich jetzt mal. Und dann müsste es gleich eigentlich auch durchgeheizt werden. Frage ist gerade, wie viel brauchen wir denn dafür? 1600 MJ und 1000 MB. Das reicht noch nicht ganz. Irgendwas fehlt hier. Habe ich irgendwo vertan? Ich glaube nicht. Eigentlich waren es 4 Teile. Naja. Ich könnte noch was machen. Ich könnte noch so eine Steam-Teil, also so ein Steam-Engine machen. Und somit die Leistung verdoppeln, hoffe ich mal, oder die Geschwindigkeit, an der das läuft. Das heißt, wir könnten nochmal einen Piston machen. Der geht ja dann so. So, so, so. Und Cobblestone. Hier. Dann nehmen wir einfach mal schnell die Zaunrädchen, die wir hatten. Machen die hier rein. Kommen wieder 2 Cobblestones dazu. So, so, so und so. Und dann brauchen wir
Das war es eigentlich schon. Glas. Oben zwei, drei Cobblestones. Dinger. Den hier. Ah, so geht doch. So, noch wieder ein Stick und ein Schalter. Ich weiß, ich habe immer noch sau viel übrig. Den da noch. Kann ich das zum Beispiel hier reinlegen. Einschalten. Und dann kommt hier noch ein Motor dazu. Das müsste eigentlich aber auch die Energie schneller hochgehen, soweit ich weiß. Übrigens, das kann aus sein. Das kann ja eigentlich alles aus sein. Oder? Nein, es kommt keine Energie mehr rein. Jetzt wird hier irgendwie keine Energie mehr reingeladen, oder? Doch. Doch, doch, doch. Ich dachte gerade schon. Ja, doch, das müsste gehen. So, die Energie kommt jetzt nämlich einen Tacken schneller rein. So, und hier hinten haben wir noch einen weiteren Unnatural Tesseract Fetish. So, Leute, wir sind dem Ziel nahe. Liquid Tesseract. Ein so ein Ding haben wir. Brauchen wir noch Silver, Tin und Copper. Haben wir alle schon fertig hier. Alle schon fertig. Sehr geil. So, unten. Warte mal, wie haben wir das gemacht? So, die drei. Dann den da hier. Den dann ganz oben Copper, soweit ich weiß, genau. Dann baue ich das mal nach. Copper, Silber, das da, das da, das da, das da und hier den da. Also Liquid Tesseract. Brauchen wir vier Stück. Fehlt noch ein bisschen was, leider. So, ich brauche nochmal so ein weiteres Teil hier. Zwei Eisen, Redstone. Na komm schon. Redstone Mitte. Eisen und zwei Glas. Nochmal so ein Teil. Obwohl, ich kann gleich nochmal weitermachen. Ich brauche ja vier Teile davon. Da vertue ich mich jedes Mal wieder. Eins, zwei noch. Gut. Den hätten wir da noch. Und dann fehlt aber auch noch Tin oder Silber. Weiteres Silber. Habe ich noch weiteres Silber? Tin brauchen wir nochmal. 1, 2, 3. 3. Copper brauchen wir auch noch genug. Aber das reicht ja. Dann brauchen wir noch Silber. Habe ich hier noch Silber mit rausgetan? Die habe ich, glaube ich, im Canvas-Rucksack da noch mit drin. Nein! Verdammt, nein, 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 nein. Nicht, dass die Kisten verbrennen. Ich vertue mich jedes Mal. Nicht, dass der Tesseract kaputt geht. Ja, weil hier hinten ist nämlich gleich die Lava. Das ist richtig blöd gelegen hier. Das ist richtig gefährlich. Jedenfalls bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war es auch leider schon für diese Folge. Ich mache jetzt gleich noch dran. Drehen eine Runde weiter. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und tschüss.